zwischen den beiden und alle fünf hat Martina Hingis zu ihren Gunsten entschieden. Hat noch nicht ein einziges Mal einen Satz gegen diese Dame hier, gegen Irina Spirlea, abgeben müssen. Viele haben ja gesagt, in der unteren Hälfte die wesentlich bessere Auslosung. Das Spiel Graf gegen Davenport eine Klasse besser als das, was wir jetzt sehen werden. Aber ich kann mir vorstellen, Irina Spirlea wird hier spielen, alles oder nichts. Stand im letzten Jahr auch schon hier im Halbfinale, als sie Jana Nowotna, der späteren Siegerin, unterlag. Und sie hat gesagt, diesmal will ich auch ins Finale. Und da soll sich mal Martina Hingis warm anziehen, auch wenn ich gegen die noch nie gewonnen habe. Jede Statistik geht irgendwann einmal zu Ende. Aber auch Martina Hingis präsentiert sich in diesen Tagen hier äußerst selbstbewusst. Der Sieg gegen Patti Schnieder in 3 Sätzen. Und gestern Mari Piers glatt in 2 bezwungen. Danach war sie ein bisschen maulvoll. Wir haben sie noch kurz im Interview gehabt, aber sie wollte schnell in die Kabine. Hat sich relativ schnell verdrückt nach dem Spiel. Vielleicht kriegen wir sie heute nochmal, sollte sie hier gewinnen. Dieses Match gegen Irina Spirlea. Eben beim Spiel Graf gegen Davenport waren hier 15.000 Zuschauer. Das war eben die offizielle Zahl, die angegeben wurde vom Veranstalter. Und die dürften auch gleich wieder hier sein. Zunächst mal, das kann man sich vorstellen, gehen die Amerikaner ein bisschen raus, um sich zu stärken. Und da gibt es so einiges hier in diesem riesigen Madison Square Garden. 9 Etagen kann man mit dem Aufzug hier bewältigen. Eine unglaubliche Arena. Im letzten Jahr war hier nicht so viel los und man freut sich, dass endlich die Zuschauerresonanz wieder so hier war bislang, wie man sich das auch vorgestellt hat. So, noch ein paar Worte zu den beiden Spielerinnen. Irina Spirlea spielt auch in der Halle mit Kappe. Da fühlt sie sich wohler, hat sie gesagt. Zum dritten Mal bei den Chase Championships dabei, hat hier Aranxa Sanchez Vicario bezwungen und dann Dominik van Roost ist zurzeit die Nummer 15 im WTA Computer, hat in diesem Jahr ihren einzigen Titel gewonnen in Straßburg, hat Lindsay Davenport bezwungen und Monika Seles, um das Finale von Hilton Head Island zu erreichen. Halbfinale in Zürich und Leipzig gespielt. 27 Wochen in diesem Jahr war Irina Spirlea die Top unter den Top 10 und sie hier, Martina Hingis, wurde nach 80 Wochen an der Weltranglistenspitze abgelöst von Lindsay Davenport. Seit 94 ist Martina Hingis Profi, 18 Jahre jung, 19 Turniere bislang gewonnen, will wieder zurück auf den Tennisthron bei den Damen, stammt aus Kosice aus der Slowakei. Heute mit Schweizer Pass. Die letzte Begegnung zwischen den beiden in Rom auf Sand ging ganz glatt an Hingis 6-1 und 6-2. Auch sie hat schon ganz schön was verdient in ihrer Karriere, Irina Spirlea, Sie haben es gesehen, über 2 Millionen Dollar an Preisgeld. Da kommt noch mal einiges durch dieses Halbfinale dazu. 7 Siege bislang auf der WTA Tour. Zurzeit ist sie ein bisschen zurückgefallen auf Position 15. Sie war schon mal die Nummer 7 im November des letzten Jahres. '96 schied sie hier in Runde 1 aus. '97 habe ich gesagt, Halbfinale gegen Jana Nowotna. Ihr bestes Resultat bei einem Grand Slam Event, Viertelfinale bei dem Australian Open '97. 97. Sie hält Carl Lewis für den besten Athleten aller Zeiten und bewunderte in ihrer jungen Zeit als Tennisspielerin Steffi Graf. Ist am liebsten italienisch. Besucht in ihrer Freizeit gerne die Schweiz, wo sie auch gerne Skilot und die Berge besteigt. Sie spricht, das gibt es ja bei vielen Rumänen, perfekt italienisch. Hier haben wir noch mal diese letzte Begegnung zwischen Hingis und Spirlea in Rom in diesem Jahr. Eine glatte Angelegenheit zugunsten von Martina Hingis. Natürlich hier ist mit ihrer Mutter Melanie Molitor, die sich vor diesem Halbfinale hier sehr optimistisch zeigte und sagte, wenn hier alles mit normalen Dingen abgeht, dann müsste Martina eigentlich das Finale erreichen. Da stand sie ja schon 96 drin hier im Madison Square Garden, als sie in einem 5-Satz-Krimi
Steffi Graf unterlag. Das kann es leider nicht nochmal geben. Hätten wir uns sehr gewünscht. Graf gegen Hingis. Jetzt wird es womöglich Davenport gegen Hingis. Aber wir wollen Irina Spilia nicht zu früh hier das Wasser abgraben. Erstmal wird gespielt. Und sie wird versuchen, ihre Chancen zu nutzen. Dazu muss sie allerdings gut aufschlagen. Da muss schon eine Menge passen. Eine Spielerin, die, das hat Martina Hingis gesagt, der Schweizerin absolut liegt. In ihrer Freizeit hört sie gerne Rockmusik, Irina Spirlea. Für die es eine ganz große Sache ist, hier im Madison Square Garden anzutreten. Hat vier ihrer letzten acht Matches vor diesem Turnier erfolgreich bestritten. Bei den Chase Championships hier eine Bilanz von 4-2. Sie hat ja Martina Hingis vor diesem Turnier verloren gegen Steffi Graf im Viertelfinale von Philadelphia. Begann das Jahr sehr stark. 19 ihrer ersten 21 Partien hat sie gewonnen, auch die Australian Open. Vier Titel in diesem Jahr, Martina Hingis, Australian Open, Indian Wells, Hamburg und Rom. Aber danach kamen nur noch zwei weitere Finals. Ich bin auch gespannt sein, was sie heute Abend hier zu zeigen imstande ist. Hatte eine Verletzung zugezogen in Filderstadt, sie umgeknickt. Und musste sich danach erstmal wieder berappeln, musste Zürich, Moskau und Leipzig absagen, wirkt aber jetzt wieder frisch und fit. Und jetzt hier Ortszeit New York, 15.15 Uhr kann es dann auch endlich losgehen mit dem zweiten Halbfinale zwischen Irina Spirlea im Bild und Martina Hingis. Viel Bewegung hier in der Halle. Die Zuschauer kommen so langsam zurück, haben sich nach dem Grafspiel gestärkt und wir warten natürlich wieder auf die obligatorische Vorstellung der beiden Spielerinnen durch den Hallensprecher. Qualifying for today's semifinals with a victory over 97 final rank players. Please welcome Martina Hingis. Erreicht Martina Hingis ihr zweites Finale nach 1996. Sie hat die Wahl gewonnen und sich für Aufschlag entschieden. Thank you.
Haas mit dem zweiten. Der erste Volley ein bisschen verunglückt, der zweite dann wesentlich besser nach 0:30. Vier Punkte in Folge für Martina Hingis. Die Pferde Merin, nicht mehr zusammen mit dem spanischen Tennisstar Julian Alonso. Da gab es so kleine Differenzen, weil der auch ein bisschen rumbändelte mit Jennifer Capriati. Sie hören den Hallensprecher, der hier wieder lautstark alle möglichen Dinge ankündigt. Veranstaltungen hier im Madison Square Garden, wo wohl bald auch wieder die Basketballprofis der New York Knicks spielen werden. Da gibt es ja gerade den Streik der Spielergewerkschaft, aber sieht nach einer Einigung aus. Und dann freut man sich in New York auch wieder auf Basketball. Jetzt aber erstmal die Halle fest in der Hand der Tennisprofis. Diese deutschen Fans haben wir vorhin mehrfach im Bild gesehen. Konnten sich am Ende nicht freuen, weil Steffi Graf in drei Sätzen Lindsay Davenport unterlag. Wenn sie, Irina Spirlea, hier über drei Sätze gehen sollte, wäre das schon eine Sensation. Ich habe es eingangs gesagt, hat noch nie in bislang 5 Matches einen Satz gegen Hingis gewinnen können. 10-0, die lupenreine Bilanz aus der Sicht der Schweizerin. Astreines Aufschlagspiel aus der Sicht von Irina Spirlea. Sehr couragiert bringt sie hier Service durch zum 1-Beide. Hervorragender Return von Spirlea, die damit 3 Breakchancen hat. Und da ist das erste Break in diesem Match. 2-1 Führung für die
Rumänien, mit deren Aufschlag wir uns gleich zurückmelden nach der Pause. Irina Spierlea aus Bukarest hat den besseren Auftakt erwischt in diesem zweiten Halbfinale hier beim Masters in New York. 2-1 Führung für die Rumänin. Ganz schön Gas gibt. Bei dem Haus und damit gleich die Chance zum Rebreak für Martina Hingis. Einige Fehler von Irina Spierlea und damit alles in der Reihe. Bälle im Aufsteigen nehmen. Mit solchen Winner dann kein Problem für Hingis. Das ist sicherlich ihre Stärke.
die Break-Möglichkeit für Spirlia. Ball im Haus und damit die 3-2-Führung für Martina Hingis in diesem ersten Satz, in dem 13 Minuten gespielt sind. Führung für Martina Hingis in diesem zweiten Halbfinale hier im Madison Square Garden, in dem Spirlia relativ furios begann. Ganz kurz die Außenbewegung von Martina Hingis, die diesen Return sehr früh nimmt und damit 15:40. Ich glaube, der zweite Aufschlag war schon draußen, aber da gibt sie eh ihr Service ab. Irina Spirlia, die auf Teppichboden bislang gegen Martina Hingis noch nie auch nur die Spur einer Chance hatte, auch auf Hartplatz nicht. Also ganz klar favorisiert hier Hingis. Hier bei den Chase Championship 96 wurde sie auf diesem Belag von Hingis demontiert, 6-1, 6-2.
Ja, genau, auf der Linie rutscht dann noch ein bisschen unglücklich weg. 5-2 Führung für Martina Hingis, die ja 1-2 schon zurücklag, also 4 Spielgewinne in Folge. Wir sind gleich wieder hier. Eine nachdenkliche Irina Spirlea nach gutem Auftakt wird sie doch hier ganz schön abgeschossen in den letzten Minuten von einer Martina Hingis, die wesentlich stärker spielt als zu Beginn des Matches, hat sich richtig freigespielt, führt 5-2, das heißt also Irina Spirlea gegen den drohenden Satzverlust. Minuten gespielt, zweimal Satzball Martina Hingis. Zu guter Return der Schweizerin. Ein ganz schneller erster Satz und die Mutter Melanie Molitor, links im Bild gesehen eben, mit der Strubbelmähne, kann zufrieden sein. 22 Minuten hat es gerade mal gedauert. Und sprang eben gerade über zur 23. Der erste Satz so, wie man sich das vorstellen konnte. Die ist eindeutig favorisiert. Spielt auch mal kurz und flockig Serve and Volley. Das war des Guten dann doch zu viel, wenn gleich Irina Spirlea in diesem Ballwechsel gezeigt hat, dass sie auch durchaus was drauf hat. Aber Hingis trifft zweimal die Linie.
keine Mühe natürlich bei diesem Punkt gewinnen. Und nochmal die Breakchance fürs Pirlea, die ja auch den ersten Satz mit dem frühen Break eröffnete. Sehr schön herausgespielt, diese erneute Breakmöglichkeit. Aber im Gegensatz zu Martina Hingis kann die Rumänin ihre Breakchancen nicht so konsequent nutzen. Schön aus dieser Perspektive zu sehen, was beide da leisten mussten bei diesem Ballwechsel. Immer wieder die unterschnittenen Bälle von Spirlea. Und am Ende der Spielgewinn für Martina Hingis. 1-0 Führung für die Schweizerin im zweiten Satz. Da sind wir wieder im Madison Square Garden von New York mit dem zweiten Halbfinale bei den Damen Martina Hingis gegen Irina Spirlea. Mit 6:2 hat Martina Hingis den ersten Satz gewonnen, wurde bei ihrer Favoritenrolle gerecht, führt jetzt auch im zweiten mit 1:0. Spirlea ließ eben zwei Breakmöglichkeiten ungenutzt. Das war kein schlechter erster Aufschlag, 106 Meilen, aber sehr gut gelesen von Hingis. Vier Winners mehr auf dem Konto von Spirlea, die aber auch mehr Fehler gemacht hat. Gehört, sie hat einen kleinen Ausfall für ein paar Sekunden. Jetzt das Bild hoffentlich wieder da. Immer wieder die Returns von Martina Hingis. Die spielt sie in die Ecken, an die Linien. Der erste Aufschlag von Spirlea. Wenn er kommt, ist er oft sehr gefährlich, aber bislang war das nur zu 38% der Fall.
Doppelfehler Nummer 3 bringt erneute Breakchance für Hingis und die hat bislang eine 100%ige Ausbeute, 3 von 3. Diesmal nicht. Da wollte sich Spirlea klassisch verladen und verzieht. Na, jetzt bin ich gespannt. War zu schnell, nicht zu sehen. Wenn der Ball eben drauf war, wäre es jetzt Break gewesen, so spielte er nochmal über einen Stand. Auf der Linie und damit eins beide. Inge scheint mir sehr ungeduldig. Ich habe so den Eindruck, sie möchte das hier ruckzuck über die Bühne bringen. Dann kann man natürlich auch verkrampfen und viele Fehler machen. Das aber eben ein ausgezeichneter Winner von Spirlea. Ja, mit dem jungen Mann hat sie gestern hier mal einige Bälle geschlagen. Martina Hingis. Als nämlich Mary Pierce sich eine Auszeit nahm. Keine Mühe bei diesem harmlosen Aufschlag von Hingis. Insgesamt fünfte Breakchance für Spirlea in diesem Match. Wieder nicht genutzt. Aber wieder nur ganz clever geblockt, diesen Aufschlag. So, jetzt scheint sie sich selbst Mut zuzusprechen, nach dem Motto, jetzt muss es doch mal klappen. Neu gespielt.
Und da ist es passiert. Volltreffer. Die Dame am Netz kriegt hier den Ball ab, aber hoffentlich ist da nichts passiert. 2-1 Führung für Irina Spierlea, die wieder mit dem Break vorne liegt. Sollten Sie das erste Spiel bei uns heute zwischen Steffi Graf und Lindsay Davenport gesehen haben, dann sind Sie vielleicht mit mir einer Meinung, da war mehr Zug drin. Hier im Spiel Hingis gegen Spierlea. Doch viele Fehler. Wenn Sie es nicht gesehen haben sollten, Steffi Graf hat leider verloren in 3 Sätzen gegen die US-Amerikanerin Lindsay Davenport, die Nummer 1 der Welt. Hier führt Irina Spierlea im 2. Satz mit dem Break 2-1. Ob der wirklich aus war. Führung für Irina Spierlea, die ihren Aufschlag hält im 2. Satz. Wie gesagt, noch nie einen Satz gewinnen konnte gegen Hingis. Vielleicht klappt es ja jetzt mal. Ganz clever gespielt von Spierlea. Hingis weit hinter der Grundlinie.
Und nochmal, jetzt spielt sie ganz frech und selbstbewusst auf hier. Irina Spirlea holt sich erneut eine Breakmöglichkeit. Wieder. Hervorragender Return von Spirlea. Und da hat sie das Doppelbreak. 4-1 Führung für Irina Spirlea im zweiten Satz. Und ich gebe nochmal ab an die Werbung. The Chase Championships welcomes the United States Tennis Association and their members. To receive your free... Muss Martina Hingis hier und heute zum ersten Mal einen Satz abgeben gegen Irina Spirlea. Sieht fast danach aus. Sie liegt mit dem Doppelbreak zurück im zweiten. 4-1 aus der Sicht der Rumänin, die jetzt serviert. Fünf zu eins, Irina Spirlea diktiert bislang ganz klar diesen zweiten Satz. Wenig geht bei der 18-Jährigen. Und Hingis verkürzt nochmal auf 2-5, aber gleich nach der Pause die Chance für Irina Spirlea in den Sätzen auszugleichen in diesem zweiten Halbfinale hier in New York.
Irina Spirlea nach 50 Minuten mit der Chance, Satz Nummer 2 zu beenden. Klappt dann plötzlich alles. Nummer 4. Und Breakchance Hingis. Diesen Satz nicht beenden. Irina Spirlea, Hingis verkürzt auf 3:5. Und nochmal Serve und Volley. 12. Punkt beim bislang 16. Netzangriff. Passt haargenau. Plötzlich geht wieder nichts mehr bei Spirlea, aber alles bei Hingis, die wieder im Geschäft ist im zweiten Satz, die aber gleich noch einen Break benötigt. In den letzten Minuten läuft es wieder besser für Martina Hingis, die konterte von 1:5 zum 4:5, aber jetzt hat Irina Spirlea nochmal die Chance, bei eigenem Aufschlag diesen zweiten Satz, zu ihren Gunsten zu beenden, um damit in den Sätzen auszugleichen. Wenn sie Cross auf die Vorhand spielt, dann fängt sie sich sehr häufig solch einen Winner ein. Zu kurz auch.
Satzball oder Breakball? Es wird erneut Breakball für Martina Hingis, natürlich hier extrem Glück hat. Zu weiter Weg für Irina Spirlia. Sie kann auch die zweite Chance nicht nutzen, um diesen Satz zu beenden. Fünf beide, nachdem Spirlia ja bereits mit 5-1 geführt hatte. Schafft sie es wieder nicht, zumindest einen Satz gegen Hingis zu gewinnen. Stellt sich Spirlia schon hin zum vernichtenden Return. Alles oder nichts, in dem Fall alles für Irina Spirlia, ein Kracher dieser Return. Und erneute Breakchance für die Rumänin. Ohne Mühe abgewehrt von Hingis. Und nochmal die Chance für Spirlia zum 6-5. Pech für Spirlia. Netzkante in dieser Phase auf der Seite von Martina Hingis. Mal schauen, wo der Passierball hingegangen wäre. Oh, ja, glaube ich, hätte Hingis nichts von gesehen. Doch am Ende tatsächlich den Punkt. Dieses kleine Energiebündel, aber eben wieder taktisch für mich falsch von Hingis, als sie Crosscourt auf die Vorhand von Spirlia spielt. Da fängt sie sich fast immer dann den Winner Longline ein. Diesmal aber kämpft sie und hat Spielball zum 6-5.
6-5 Führung für Martina Hingis. Und jetzt natürlich Irina Spirlea unter Druck. Führt hier mit 5-1. Was merke ich jetzt im Kopf? Umherspucken. Hingis wirkt sehr, sehr frisch. Eine Energieleistung im zweiten Satz. Und sie hat ja zuletzt zweimal in Folge Irina Spirlea den Aufschlag abgenommen. Wenn sie es nochmal schafft, steht sie im Finale gegen Lindsay Davenport. Morgen bei uns zu sehen ab 13 Uhr hier, ihrer Ortszeit 19 Uhr in Europa, in Deutschland. Natürlich live, da geht es Best of 5. Die Bilanz zwischen Hingis und Davenport bislang 6 beide. Könnte also ein 5-Satz-Krimi werden. Wir werden es sehen, aber zunächst mal muss ja Hingis dieses Match hier nach Hause bringen. So, jetzt ist Irina Spirlea gefordert bei 2-6 und 5-6 nach einer Stunde und 4 Minuten. Okay. 105 Meilen schnell dieser erste Aufschlag. Fast haargenau, dreimal Spielball zum 6-Beide. Endlich bringt Spirlea mal wieder ihren Aufschlag durch und das bei 5-6-0. So, jetzt wird es mal richtig spannend. Spirlea muss diesen Tiebreak zu ihren Gunsten entscheiden. Der erste Tiebreak übrigens zwischen den beiden im sechsten Spiel. Und Hingis beginnt doch tatsächlich mit dem Ass. War erst ihr zweites. Wieder starker Einsatz von Martina Hingis, den erläuft sie bravourös. Hat noch Power. Holt sich das erste Mini-Break. Ganz clever, immer wieder auf die Rückhand. Ass und Doppelfehler in diesem Tiebreak, damit alles im Lot. 3-2 nur noch für Martina Hingis.
Clever gespielt von Spierlea. Da spielt allerdings auch für mich Dina Hingis mit zu wenig Druck, zu wenig Selbstvertrauen. Drei beide beim Seitenwechsel. Diesmal geht es wieder auf, die Rechnung Hingis mit dem Stopp nach vorne locken. Es war jetzt sehr gut in dieser Phase. Irina Spedea führt 4-3 in diesem Tiebreak. Absolut harmloser Aufschlag von Hingis. Fünf zu vier und jetzt die Chance für Spierlea mit zwei Aufschlägen, sich zum ersten Mal einen Satz gegen Martina Hingis zu sichern. Vier, zweimal Satzball. Den ersten nicht genutzt, aber sie hat ja noch eine Chance bei Aufschlag Hingis. Ist es womöglich sogar leichter. Denn jetzt muss sie über den zweiten gehen und da macht sie nur zu 30% den Punkt im Match. Geht auch nach vorne Hingis und der Fehler von Spierlea. Da hat sie alles riskiert, Martina Hingis. Und gewinnt in diesem Moment zunächst. 1 Stunde und 11 Minuten, 6 beide im Tiebreak. Hingis, die da andeutet, mein Gott, was habe ich denn da gemacht? Aber ist nichts passiert. Gegenteil. Ein starker erster Aufschlag von Martina Hingis und der Return, wenn er denn gesessen hätte, wäre unerreichbar gewesen, aber Spierlea verzieht. 1 Stunde, 12 Minuten, der erste Matchball für Martina Hingis. Wird gut gegeben. Martina Hingis hatte zurückgezogen. Komm jetzt, sagt die Mutter Melanie Molitor.
Der ist im Aus. Und das heißt Matchball bei Aufschlag, Hingis. Der zweite. Zu 7. Auch gegen Pierce hat sie den Tiebreak gewonnen. Sie schließt ab mit dem Ass, das gibt's ja gar nicht. Das dritte Ass von Martina Hingis beendet dieses Match und da entspannt sich die Miene von Mutter Melanie Molitor. Martina Hingis.